Ja, wir arbeiten an unserer Doktorarbeit hier am HPI und unsere Forschung beschäftigt sich mit neuartigen Hardwarekomponenten. Wir erforschen, wie wir die Software in Zukunft so schreiben, damit sie von dieser neuartigen Hardware auch wirklich profitiert. Warum sind wir als Softwareinstitut hier eigentlich an Hardware interessiert? In den letzten Jahren sind Prozessoren automatisch immer schneller geworden. Bis zu einem gewissen Punkt, an dem diese Entwicklung stark abgeflacht ist. Die Industrie ist jetzt natürlich aber sehr daran interessiert, diese Geschwindigkeitsentwicklung fortzusetzen. Und sehr vielversprechende Kandidaten dafür sind Hardwarebeschleuniger. Und jetzt ist es unsere Aufgabe als Softwareentwickler, diese Hardwarebeschleuniger wieder richtig einzusetzen. Und das hier ist jetzt der Beschleuniger, mit dem wir uns beschäftigen, eine FPGA-Karte. So eine FPGA-Karte, die wir jetzt zusätzlich zu unserem Hauptprozessor in den Rechner einbauen können, unterscheidet sich sehr stark von dem Hauptprozessor insofern, als dass der Hauptprozessor fest verdrahtete elektrische Schaltung im Chip verwendet und damit die Art und Weise, wie ein Programm ausgeführt wird, fest vorgegeben ist. So ein FPGA besteht aus vielen Millionen Transistoren, die wir durch ein Programm derart beeinflussen können, dass wir eine elektrische Schaltung realisieren, die unser Problem möglichst ideal abarbeitet. Es ist nicht mehr so, dass man nur auf der Software-Ebene die bestmögliche Performance aus den Maschinen herausholen kann, sondern man muss sehr genau Bescheid wissen über die Rechnerarchitektur. Da muss man neu lernen als Programmierer. Wir suchen nach Operatoren in der Datenbank, die sich eignen, auf der FPGA-Karte ausgeführt zu werden. Wenn wir die gefunden haben, bauen wir die Datenbank so um, dass dieser Operator auf der FPGA-Karte ausgeführt wird und führen dann wiederum Testfälle aus, um zu überprüfen, dass die Datenbank dadurch auch wirklich beschleunigt wurde. In regelmäßigen Abständen treffen wir uns mit unserem Projektpartner IBM. Das ist für uns super spannend, weil auf der einen Seite können wir Feedback geben, wo die Technologie am effektivsten eingesetzt werden kann. Auf der anderen Seite bekommen wir wichtiges Feedback direkt aus der Industrie. Man sieht einfach, dass der Aspekt der Beschleuniger in der gesamten Industrie sehr wichtig ist. FPGAs gibt es schon länger. Aber eben insbesondere die enge Kopplung dieser Karten mit Computersystemen ist eben etwas, was man einfach sieht, was sehr interessant ist. Ja klar, also für uns beide ist es wirklich total spannend, hier am Hasso-Plattner-Institut an so einem interessanten Forschungsprojekt zu arbeiten, das noch sehr viele vielfältige Themen bereithält, die uns die nächsten Jahre noch beschäftigen werden.